Wir alle kennen Sie aus der Fußgängerzone, aber haben Sie schon mal einem Obdachlosen seine Straßenzeitung abgekauft? Und wenn ja, glauben Sie, dass er wirklich was davon hat? Genau das will unser Reporter Jan im Selbstversuch rausfinden und hat sich 3 Tage mit auf die Straße gestellt. Wir haben schon letztens versucht, einen Kollegen die Weste zu klauen und haben dem auch ein blaues Auge geschlagen. Verkäufer Westen als heiße Ware? Galileo-Reporter Jan Fridzowski will sich 3 Tage lang als Straßenzeitungsverkäufer versuchen und wie einer leben. Seine Reise beginnt hier, in Berlin-Prenzlauer Berg, bei der obdachlosen Zeitung Straßenfeger. Die ersten Menschen, die Jan in der Redaktion trifft, sind keine Obdachlosen, sondern Ehrenamtliche. Die Obdachlosen schreiben auch Artikel, oder? Wir haben nicht nur Obdachlose, zum Teil auch Obdachlose, aber auch Menschen, die generell in prekären Lebenssituationen sich befinden. Mhm. Und die schreiben bei uns auch mit. Dafür haben wir extra eine Schreibwerkstatt, eine Textwerkstatt. Mhm. Das haben sie sich auch gewünscht, um eben auch eine professionelle Anleitung zu bekommen. Der Straßenfeger erscheint alle 3 Wochen mit einer Auflage von 13.000 Exemplaren. Wer profitiert davon? Im Café nebenan erfährt Jan, nur wegen der Zeitung gibt es dieses Café und die zugehörige Notunterkunft. Hier treffen sich die Ärmsten der Stadt zum Aufwärmen und billig essen. Einer von ihnen ist der 47-jährige Rüdiger. Er finanziert seinen Lebensunterhalt mit der Straßenzeitung. Wir verbringen jetzt die nächsten 2 Tage miteinander. So soll es sein, ja. Da bin ich sehr gespannt drauf. Rüdiger soll Jan in den Job einführen. Was muss Jan dafür tun? Erstens, er braucht einen Verkäuferausweis. Zweitens, er muss eine Selbstverpflichtung unterschreiben. Du solltest nicht betrunken oder berauscht sein. Wenn jemand deine Zeitung nicht kaufen möchte, dann darfst du selbstverständlich nicht aufdringlich sein. Viel Bürokratie liegt daran, dass die Zeitung oft von aggressiven Bettlern missbraucht wird. Sie verkaufen die Zeitung nicht, sondern erbetteln mit ihr Spenden. Damit das nicht passiert, gibt es in Berlin seit kurzem offizielle Verkäuferwesten. Genau. Du bist offizieller Kollege, ich gratuliere dir. Dankeschön. Jeder Verkäufer kriegt die ersten 5 Zeitungen geschenkt. Alle weiteren muss er für 60 Cent das Stück beim Verein kaufen, damit sich Zeitung, Kaffee und Notunterkunft finanzieren. Auf der Straße kostet die Zeitung 1,50 Euro. Heißt, 90 Cent pro Zeitung darf Jan am Ende behalten. Ah, die würde ich jetzt noch nicht anziehen. Erst am Verkaufsplatz. Weil? Das dient deiner eigenen Sicherheit. Wir haben ja so ein bisschen Probleme mit diesen Bettlern, die die Zeitung verkaufen, ohne einen Ausweis zu besitzen. Und die haben schon letztens versucht, einen Kollegen die Weste zu klauen und haben dem auch ein blaues Auge geschlagen. Von daher würde ich die erst am Verkaufsplatz anziehen, um dieser Konfrontation unterwegs aus dem Weg zu gehen. Seit der Verein die Westen eingeführt hat, können sich Bettler nicht mehr als Verkäufer tarnen. Jan hat noch nichts verdient, braucht aber eine Fahrkarte. Was kostet die? Kurzstrecke 1,70. Und von einer Zeitung kann ich wie viel behalten? 90 Cent. Das heißt, ich muss erst mal 2 Zeitungen nachher verkaufen, damit ich mein Ticket wieder drin habe. Genau. Was glaubst du? Und du musst ja auch rechnen, du musst auch wieder zurück. Das heißt, du musst 4 Zeitungen verkaufen. Sportlich. Rüdiger macht das jeden Tag. Sein Verkaufsplatz liegt 5 Kilometer entfernt. Lohnt sich der Zeitungsverkauf dann überhaupt? Warum machst du dir jetzt den Aufwand, so weit zu fahren? Du hast viele Laufkundschaft, ja. Und du hast dort auch den Vorteil, dass du regelmäßig immer die gleichen Gesichter siehst. Die Kunden, die gewöhnen sich dann auch an dich und kaufen dir natürlich auch regelmäßig die Zeitung ab. Die besten Verkaufsplätze sind hart umkämpft. Die Konkurrenz ist groß. Nicht selten kommt es zu Handgreiflichkeiten. Auch heute gibt es ein Problem an Rüdigers Stammplatz. Jetzt steht wieder einer da. Ja, da steht, aber der hat jetzt keine Weste an, ne? Ja, der hat keine Weste, der wird auch keinen Ausweis haben. Hast du einen Ausweis? Hast du Ausweis? Nein, ne? Dort ist egal. Hast du einen? Nein, ne? Also, Zeitung weg. Das ist mein Platz. Zeitung darfst du nicht verkaufen. Okay? Ja, pack weg. Zeitung weg. Okay? Der versteht halt auch überhaupt nichts, ne? Du verstehst es schon. Die fehlende Weste weist den jungen Mann als Trittbrettfahrer aus. Rüdiger vermutet, dass er zu einer Bettelbande gehört. Heißt, er tut nur so, als würde er die Zeitung verkaufen und will eigentlich Almosen kassieren. Meinst du jetzt, weil wir dabei sind als Team, hat er jetzt keinen Aufstand gemacht? Ja klar, die haben halt den geringsten Weg des Widerstands gegangen. Okay, jetzt ist ja der Platz frei.
Rüdiger und Jan stellen sich direkt vor den Eingang des Supermarkts. So muss jeder Kunde an ihnen vorbei. Damit unser Team potenzielle Käufer nicht verschreckt, baut es die Kamera in einiger Entfernung auf. Was bringt es wirklich, hier zu stehen? Rüdiger und Jan hoffen, so viele Zeitungen wie möglich zu verkaufen. Doch da sieht's erst mal mau aus. Jan nutzt die Zeit zu erfahren, wie Rüdiger überhaupt auf der Straße landete. Eigentlich ist Rüdiger gelernter Rettungssanitäter, auch Fliesenleger. Seit einem Arbeitsunfall fand er nicht in den Beruf zurück. Danach hatte er ziemlich viel Pech. Kannst du dich doch mal erinnern, wo du die erste Nacht verbracht hast? Am Bahnhof Zoo. Am Bahnhof Zoo? Ja. Das ist aber auch nicht die erste Anlaufstelle, die ich wählen würde, oder? Nein, aber dort gab es was zu trinken, es gab was zu essen und es gab viele Obdachlose und ich habe mir Informationen dadurch erhofft. Wusste irgendjemand, dass du auf der Straße lebst? Also hast du Familie oder hast du keine? Also theoretisch habe ich noch einen Bruder, ja. Mhm. Und wussten die, dass du auf der Straße lebst? Wissen die das heute? Nee, das wissen die heute auch nicht. Ich habe schon Jahrzehnte keinen Kontakt mehr gehabt. Erst seit Rüdiger Zeitungsverkäufer ist, hat er wieder ein Dach über dem Kopf. Das Ziel heute? Zeitungen verkaufen. Doch die Leute spenden nur im Schnitt zwischen 50 Cent und 2 Euro. Aber den Straßenfeger für Sie. Junger Mann, also ich weiß es nicht. Versuchen Sie bloß was Vernünftiges zu machen. Auch sie nimmt keine Zeitung. Nach 5 Stunden in der Kälte, erste Bilanz. Also wir haben eigentlich noch alle Zeitungen, ne? Bis jetzt, ja. Nur nicht eine verkauft. Also ein paar Spenden schon bekommen. Kassensturz. Ja, so ungefähr 2,50 würde ich jetzt sagen. Ja, ich hatte ja vorhin schon mal gezählt, bei mir sind etwa 4,50. Ich muss echt sagen, ich finde es anstrengend, einfach zu stehen. Für die Leute ist das immer, die hier rumstehen, betteln halt. Das ist schwierig, das den Leuten irgendwie zu erklären. Das Ergebnis entspricht einem Stundenlohn unter 50 Cent. Und die Rückfahrt kostet Jan weitere 1,70 Euro. Heißt, er macht 90 Cent minus, ohne was zu essen. Und er hat noch keinen Schlafplatz. Auf dem Weg zur Obdachlosenunterkunft zeigt Rüdiger Jan einen besonderen Ort. Was ist das jetzt hier für ein besonderer Platz für dich? Also ich habe hier mal geschlafen. Ganz hier hast du geschlafen? Ja, ganz am Anfang mal. Ja. Ach krass. Ja. Wie bist du auf den Ort gekommen? Also ich bin hier mal durch Zufall vorbeigelaufen. Und dann lagen hier im hinteren Bereich lagen schon welche. Und dann dachte ich, oh ja, okay, wenn die hier sicher sind, bin ich wahrscheinlich auch sicher. Okay. Und habe mich dann einfach hier hingelegt. Hinter der Hecke liegt auch jetzt jemand. Hat man überhaupt, wenn man hier schläft, auch mal das Gefühl, dass man geborgen ist? Also geborgen nicht, aber ich habe das große Glück, dass ich eigentlich überall schlafen kann. Ja. Wenn ich müde bin, lege ich mich hin und schlaf. Rüdiger bringt Jan zur obdachlosen Notunterkunft. So, Rüdiger, du schläfst jetzt aber auch in der Notunterkunft? Oder? Nein, ich habe dort geschlafen, gute 3 Wochen. Mhm. Habe aber jetzt ein WG-Zimmer und gehe nachher nach Hause. Rüdiger hat sich aufgrund seiner Tätigkeit einen Ausweg verschafft. Heute lebt er im betreuten Wohnen. Und er arbeitet ehrenamtlich in der Notunterkunft, als Zuweiser der Schlafplätze. Du gehst jetzt rein und ich warte hier draußen. Im Prinzip stelle mich jetzt in die Reihe mit den anderen. Genau. Die Notunterkunft ist im Erdgeschoss eines Flüchtlingsheims. Sie hat nur 20 Betten und öffnet um 18 Uhr. Wer zu spät kommt, kriegt keinen Platz. Wie lange steht ihr jetzt schon an hier? Ruski. Ruski? Ruski ist da hier. Ist ja. Okay. Wer hier einen Platz kriegt, darf für 3 Nächte bleiben. So. Hallo. Wer hat denn schon ein Bett? Nicht jeder hat Glück. Es gibt strenge Auflagen. Wer hier zum Beispiel Alkohol, Drogen oder Waffen reinschmuggeln will, wird abgewiesen und muss einen anderen Schlafplatz finden. Sorry, I can't. Es tut mir leid, ich kann dich heute nicht reinlassen. Es geht nicht. Das sind unsere Daten. Es ist nicht möglich. Tut mir leid. Daten heißt, der junge Mann ist bereits auffällig geworden und steht im System. Gott, jetzt fühle ich mich richtig beschissen. Steht er da draußen und ich sitze hier drin. Was Jan nicht weiß, er nimmt niemandem einen Platz weg, sondern hat ein Sonderbett. Doch auch für ihn heißt es Taschenkontrolle, bevor er sein Zimmer zugewiesen bekommt. Für mich ist es jetzt erstmal noch ein bisschen komisch, weil ich weiß, bis um 23.30 Uhr kommen auf jeden Fall noch irgendwie 2 Leute, die hereinkommen, aber die kennt halt noch überhaupt gar keiner. Seine Nacht begleitet Jan mit der Selfie-Cam. Und die gehen jetzt schön ins Hotel. Noch kehrt für Jan keine Ruhe ein. Er hat heute nichts verdient und nichts gegessen.
So gegen 21 Uhr gibt es nämlich beim Bäcker hier in der Nähe immer noch Sachen, die am Tag nicht verkauft wurden. So kommt Jan zumindest zu einer kostenlosen Mahlzeit. Nächster Tag, vor Sonnenaufgang. Spätestens um 8 Uhr muss jeder die Notunterkunft verlassen. Also habe ich eigentlich ganz gut geschlafen. Und es war trotzdem ganz schön ungewohnt, mit zwei fremden Männern in einem Zimmer zu übernachten. Sein heutiges Tagesziel, den Verlust von gestern wieder gut machen. Dafür wechselt Rüdiger den Standort. Auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche hofft er auf spendable Leute. Stehen dürfen Straßenzeitungsverkäufer überall, wo sie geduldet werden. Ein Recht auf einen Standplatz haben sie aber nicht. Das weltweit erste Straßenmagazin erschien 1989 in New York und hieß Street News. Heute gibt es über 120 Straßenzeitungen in 40 Ländern, 36 davon in Deutschland. Bei uns heißen die Zeitungen Asphalt, Kippe, Hinz und Kunst, Biss oder Draußenseiter. Verkauft werden sie von Menschen in sozialer Not, Obdachlose, Wohnungslose und Langzeitarbeitslose. Die monatliche Gesamtauflage in Deutschland liegt bei 250.000 Exemplaren und erreicht 6 Millionen Leser. Jan und Rüdiger haben heute noch keinen Leser erreicht. Selbst als sie sich trennen, bleibt nicht mal jeder Hundertste stehen. Warum? Wenn die das Essen damit holen, sehr gern. Die dann halt das alles für Alkohol ausgeben. Eigentlich mache ich das immer. Ich Straßenbahn oder irgendwo gebe ich immer Geld. Bringt es mehr, wenn Jan die Leute direkt anspricht? Hallo, einmal der Straßenfeger für Sie. Super, kleinen Moment, ich kann wechseln. Sicherlich? Dankeschön. Ein Straßenfeger für Sie. Dankeschön, Dankeschön. Nach 3 Stunden 4,50 Euro an Spenden, doch keine Zeitung verkauft. Die gucken genau wie ich, wenn ich an den Leuten vorbeigehe. Also ich sehe eigentlich immer, wirklich immer mich so, ja, nee, ja, danke, nee, ich gehe mal weiter und so. Wenn du auf der Seite stehst, fühlt sich das, wenn ich ganz ehrlich bin, richtig beschissen an. Jan hat sein Fahrtgeld raus. Und Rüdiger? Gar nichts. Weder Zeitung noch Spende. Echt? Also ich würde vorschlagen, wir fahren einfach wieder zu meinem Supermarkt, da ist um die Zeit auch was los und da verkaufen wir todsicher eine Zeitung. Rüdigers beste Verkaufszeiten am Supermarkt sind zu den Stoßzeiten. Morgens von 8 bis 10 Uhr und abends zwischen 15 und 20 Uhr. Doch eine Zeitung verkaufen sie auch jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal zur Seite. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich hier stehe. Jetzt zeigt sich, Rüdiger kennt seine Stammkundschaft. Nach 1,5 Minuten verkauft er seine erste Zeitung. Eine Stunde später hat er noch 3 verkauft und 13 Euro Spenden gekriegt. Dabei machen eigentlich Spenden das System kaputt. Ich glaub's ja nicht. Du warst keine 5 Meter weg, wie der erste. Ich weiß, ich hab's gesehen. Also, was lernen wir daraus, wenn ich morgen noch mal verkaufe, dann auf jeden Fall alleine, ja, oder? Ja. Scheinen die Leute doch irritiert zu haben. Das Problem? Wenn die Leute nur spenden und keine Zeitung kaufen, finanzieren sich Zeitung und Notunterkunft nicht mehr. Mein letztes Geld ist fast komplett draufgegangen für mein Ticket zurück in die Notunterkunft. Bei dir lief jetzt zum Schluss ein bisschen besser, oder? Nachdem du weg warst schon. Tag 2 lief besser. Was funktioniert? Allein verkaufen an einem guten Standort. Mal sehen, was an Tag 3 läuft. 7 Uhr in der Früh. Jan versucht sein Glück ohne Rüdiger. Der überlässt ihm seinen Verkaufsplatz am Supermarkt. Denn hier kommt Jan keinem anderen Verkäufer in die Quere. Probiert einfach. Rüdiger zieht sich mit unserem Team zurück. Ja. Möchten Sie eine Zeitung haben? Ja, nehme ich es mit. Sehr gerne. Erste Zeitung verkauft. Ich kann aber wechseln. Wir lassen Jan weitere 2 Stunden allein stehen. Einmal die Zeitung für Sie. Dankeschön. Schönen Tag, ciao. Der Plan geht auf. Jan verkauft seine 2. Zeitung und kriegt eine Banane geschenkt. Rüdiger. Hallo. Und? 2 Zeitungen. Ich bin jetzt echt durchgefroren und ich habe Hunger. Heißt für die 2, auf ins Obdachlosencafé. Hier wollen die beiden ausrechnen, was vom Zeitungsverkauf übrig bleibt. Abzüglich Zugfahrt und Mittagessen für 1,10 Euro. Großer Kassensturz. Jans Bruttoverdienst in 3 Tagen? 14,92 Euro. Was ist das netto, ohne Zugtickets und Essen?
minus die 3,40 Euro, die ich dir gerade gegeben habe, bleiben mir noch 3,72 Euro. Ja. Was würdest du jetzt sagen? Wie ist der Schnitt für heute? Naja, geht so. Heißt, es bringt was. Wenn wir Geld geben, kann sich der Verkäufer ein warmes Essen leisten. Besser ist aber, auch die Zeitung mitzunehmen. Denn ohne Zeitungsverkauf gäbe es weder Notunterkunft noch Kaffee. Für Jan sind die 3 Tage vorbei. Also wie es sich wirklich anfühlt, tagtäglich als Straßenverkäufer draußen zu stehen und Zeitungen zu verkaufen, das kann ich nach 3 Tagen überhaupt nicht beurteilen. Aber die Frage, ob es was bringt, wenn wir die Zeitung kaufen, die lässt sich ganz klar mit Ja beantworten. Denn ich konnte zum Beispiel dadurch ein warmes Essen bezahlen und gleichzeitig wird mit dem Verkauf die Notunterkunft finanziert, in der ich die letzten Tage übernachtet habe.